Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Euro Truck Simulator 2. Wir haben jetzt endlich so viel Geld und auch den gewünschten Händler auf der Karte entdeckt, dass wir uns doch glatt einen LKW kaufen gehen. Nämlich einen Iveco. Ja, ich möchte diesen Händler besuchen. Ladedaten. Dankeschön. Und da stehen auch schon ganz viele verschiedene Ivecos herum. Wir werden ein bisschen aufmotzen. Pimp my ride. Nehmen wir jetzt mittlere Fahrgehäuse. Ja, ein bisschen mehr PS. Das Retardergetriebe. Innen passt da. Farbe. Nehmen wir den Grün. Das steht ihm irgendwie gut. Und da sparen wir uns sogar ein bisschen Geld. Es kostet zu viel. 136, 100. Nee, das haben wir uns anders mal. Wir müssen ein bisschen sparen. Wir haben es ja nicht so dicke. Gut. Ja, ich würde sagen, das schaut ganz passabel aus. Bestätigen wir mal. Und 420 PS haben wir. 1300 Liter Tank haben wir. Ja, das nehmen wir, oder? Kaufen. Herzlich willkommen in der Garage, lieber erster eigener Truck. Noch ein bisschen nackert, aber das wird schon mit der Zeit. Wir fahren jetzt ein paar Touren, damit wir mal den netten Kredit zurückzahlen können. Und dann. Und somit sitzen wir in unserem Gefährt. In unserem schönen Iveco. Gehen wir mal in die Aufträge in den Frachtmarkt. Wir müssten jetzt in Wien stehen. Brüssel. Seht ihr, das bringt schon einiges mehr Kohle. Ich möchte aber ehrlich gesagt was relativ Kurzes fahren. Oder auch nicht. Streckenlänge absteigend. Das ist der. Nein, den fahre ich nicht. Nach Italien, das sind 722 Kilometer. 18.000 Milano. Ja, nehmen wir den, ha? Huh? Ich glaube, das ist einer der kürzeren. Und bringt auch ein bisschen Kohle. Und kurbeln. Also ich hoffe, ihr seid mit meiner LKW-Wahl zumindest ein bisschen zufrieden. Könnt ihr mir natürlich immer wieder gerne Vorschläge machen, was wir uns als nächsten Truck holen sollen. Weil das ist ja nur unser erster Truck des Imperiums. Du Busfahrer bist da lustig, gell? Ich bin auch gescheit, ich sollte eigentlich schlafen. Na egal. Jetzt habe ich ihn schon angenommen. Also noch nicht angenommen, aber will und darf ihn jetzt eigentlich noch fahren. 2 Stunden nur mehr. Hallo? Na geh. Muss ich jetzt wieder runterfahren, oder wie? Auch deppert gemacht, aber bitte. Ist alles so weit weg. Nehmen wir den Hapag Lloyd. Der in der Mitte steht, oder? Ja, natürlich.
Aber ihr seht, wir haben, gut, wir haben jetzt unser eigenes Fahrzeug. Und dadurch bringt der Truck. Oder der Truck. Hä? Jetzt rede ich für einen Blödsinn. Natürlich bringt dadurch die Fahrt dann natürlich ein bisschen mehr Kohle. Ich glaube, wenn man die als Auftrag fahren wären, als Schnellauftrag, hätte man wahrscheinlich 2.000, 3.000 dafür gekriegt und nicht 18.000. Gut, wir fahren über die neue Strecke, die wir schon aus diversen anderen Videos kennen eigentlich. Na toll, und ich glaube, ich stehe jetzt mal eine halbe Stunde an der Ampel. War jetzt hier keine Just-in-Time-Lieferung, oder? Na, 25 Stunden Zeit. Das sollte man hinkriegen. Wir müssen ein bisschen aufs Gas steigen. Bei einer Just-in-Time-Lieferung hätten wir eigentlich schlafen sollen. Es war so klar, dass du nicht mehr drüber fährst. Hast gleich mit unserem niegelnagelneuen Fahrzeug einen Unfall gebaut. Das haben wir ja gern. Hättest du nicht gerade weiterfahren können? Ich muss ehrlich gestehen, ich habe jetzt bei der Fracht auch nicht unbedingt aufs Gewicht geachtet. Aber ich glaube, mit 420 PS ist unser Iveco eh nicht so schlecht ausgestattet. Toll. Ich hätte echt schlafen sollen. Ich glaube, die nächste Möglichkeit für eine Pause ist relativ weit entfernt. Ja, liebe Leute, wir werden heute wieder ein paar Mal zahlen. Wegen Nichteinhaltung der Ruhezeiten. Aber immerhin fahrt er sich nicht so schlecht, der Iveco. Aber die nächste Raststätte gehört uns. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. In meinem zweiten Hauptprofil bin ich ja auch schon ein bisschen weiter. Da habe ich schon zwei Trucks. Ja, zwei müssen das sein. Nämlich, ich selber fahre einen Scania. Und mein lieber Kollege fährt einen Renault. Ich glaube, ich werde mir auch im Haupt-Let's Play dann mal einen Renault fahren und strafweise selber ein paar Runden drehen. Oh,
Ich werde mal bei den kleinen kaufen. Weil wie schon mal erwähnt, gefällt mir der große ganz und gar nicht. Muss ich auch zugeben, eigentlich Iveco bin ich eh schon gewohnt. Weil das war... Ne, stimmt ja gar nicht. Ich habe ein Scania und ein Iveco. Oder habe ich schon drei Trucks? Ich weiß das gar nicht mehr. Ja, zwei habe ich auf jeden Fall. Ob ich drei habe, weiß ich noch gar nicht. Weil der erste, das war auch ein Iveco, den ich selber gefahren bin. Der hat aber schon 560 PS gehabt, ein paar mehr als er. Und ja, den habe ich dann gegen einen Scania mit 620 PS getauscht. Und den fährt mein Kollege fährt den Iveco. Man muss sagen, der Iveco ist eigentlich ziemlich gut gegangen. Mit den 560 PS. Wenn man da jetzt ein bisschen drauf geachtet hat, dass man nicht gerade die schweren Frachten nimmt, hat er kein Problem gehabt. Naja, dann werden wir mal schauen, dass wir da weiterkommen. Und ich glaube, ich muss halt eine vierte Folge aufnehmen. Weil die wird zu lang, wenn ich die jetzt durchgehend aufnehme. Schaut sich keiner an. Stockfinster, das ist gar nichts. Wenn ich jetzt unrealistisch fahren würde, würde ich das ja machen. Aber da blende ich den ganzen Gegenverkehr und ich glaube, die hassen mich, wenn ich das mache. Ich finde, sowas gehört auch gestraft in dem Spiel, wenn man mit Fernlicht fährt die ganze Zeit. Und dadurch den Gegenverkehr blendet. Wäre zumindest realistisch. Ja, nachts muss man sich beim Fahren ein bisschen mehr konzentrieren auf die Strecke. Aber ich muss gestehen, mir macht Euro Truck nach wie vor Spaß. Ich habe kein Problem damit, dass ich neu anfange. Dass ich mich wieder hocharbeite und mir mit der Zeit immer neue Trucks hole. Das macht immer noch Spaß. In einer der letzten Folgen, das war die letzte mit Darcy, habt ihr ja gesehen, wie ich den Gegenverkehr geknutscht habe. Aber das sage ich, ja, Unfälle gehören dazu, es läuft halt nicht immer perfekt.
Klar, ich hätte jetzt die ganzen. Ich habe vor der Tour gespeichert gehabt, ich hätte jetzt das Ganze in die Tonne kloppen können und hätte einfach neu anfangen können, nur dann hätte ich 3 Folgen neu aufnehmen müssen. Und ehrlich gestanden habe ich da jetzt auch keine rechte Lust drauf gehabt. So, und dann schauen wir mal. Sonnenaufgang links von uns. Sehen wir jetzt nicht wirklich. Ups. Hoppala. Man sollte nicht unbedingt aus dem Fenster schauen und dann gerade trotzdem versuchen, gerade weiterzufahren. Das funktioniert nicht immer. Ich möchte meinen Iveco nicht schon auf der ersten Tour zusammenhauen. Die Reparatur kostet dann immer so viel. Oh no, no, was ist jetzt? Warum sie jetzt so kruckelt hab, fragt sich bitte was Leichteres. Also entweder. Okay, er tut gerade auf die Festplatte zugreifen. Das heißt, weil er installiert gerade irgendwas. Für das Online-Spiel, das noch immer im Hintergrund runterlädt. Gut, und ich nehme ehrlich gesagt das zum Anlass, dass ich mich jetzt da rechts hinstelle und die Folge mal beende und warte, bis er fertig ist, damit ich weiter aufnehmen kann. Seid's mir nicht böse, ist aber halt heute mal ein bisschen eine kürzere Folge. Ich sag dann mal bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuschauen. Tschüss!